Ich bin der Benny. Ich bin der Benny. Ich bin der Dennis. Ich bin der Benny. Ich bin der Benny und du bist der Dennis. Und ihr, wir sind Twin TV und ihr seht jetzt. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Ja, what's up? Mann, so eine Sch. Willkommen zu WhatsApp. YouTube hat eine neue Funktion, die YouTube Disco. Unter youtube.com/disco erreicht man die Funktion. Man kann nach einem bestimmten Musiker suchen oder nach einem bestimmten Song. YouTube sucht das Eingegebene heraus und spielt es ab. Man hat die Möglichkeit, eine Playlist anzulegen und die Songs hintereinander abspielen zu lassen. Leider findet YouTube nicht alle Künstler. Unbekanntere Musiker müssen also weiterhin manuell gesucht werden. Leider hat Deutschland auch bei dieser Funktion wieder das Nachsehen. Dank der GEMA-Auseinandersetzung sind viele Videos nicht abspielbar. Insgesamt ist diese Funktion eine super Sache, auch wenn sie hier in Deutschland nicht ganz den Zweck erfüllt, den sie eigentlich erfüllen soll. Wer sie trotzdem antesten möchte, Link in der Videobeschreibung. Noch gar nicht lange ist es her, da wurde Kachelmann freigesprochen. Nun arbeitet er an seinem Comeback als Wetterfee. Doch dies tut er nicht irgendwo, sondern hier. Auf YouTube. Auf seinem Kanal Wetter Kachelmann macht Kachelmann das, was er am besten kann. Das Wetter. Was ich lustig an der Sache finde, ist, dass Kachelmann eine Sparte gefunden hat, die es so noch gar nicht auf YouTube gibt. Und sein Outfit ist sowas von trendverdächtig und weil ich natürlich auch trendy sein will, habe ich mir sofort von Kachelmann die neue Kollektion bestellt. Geil, oder? Was ich aber tatsächlich interessant finde, ist, dass immer mehr gescheiterte Menschen der Öffentlichkeit ihr Comeback via YouTube versuchen. In diesem Fall hat die Sache aber irgendwie einen komischen Beigeschmack, auch wenn er seinen Job wirklich gut macht. Wer sich dafür interessiert, Link in der Videobeschreibung. Ray William Johnson ist jetzt offizieller Rekordhalter. Er hat einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen. Wofür? Für die meisten Abonnenten auf YouTube. Weltweit. Kein Witz. Die goldene Zahl ist 4.078.988 Abonnenten. Mittlerweile hat er natürlich ein, zwei mehr. Für das Erreichen eines Rekordes bekommt er einen Daumen nach oben. Nicht nur Kachelmann, sondern auch Firmen von Trendsportarten haben mitbekommen, wie wichtig YouTube geworden ist, um ihr Produkt zu verbreiten. Die Jungs von Crosswatcher haben auf YouTube eine Serie gestartet, um euch diesen Sport näher zu bringen. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass der Sport wirklich cool ist. Gemeinsam mit einem Guru habe ich die Jungs letztes Jahr auf der Jugend Berlin getroffen und den Sport antesten können. Wer wissen will, was Crosswatcher eigentlich ist, der guckt einfach unten in die Videobeschreibung und klickt auf den Link. Für die Jungs gibt es diese Woche den Win der Woche. Wer kennt es nicht? Das alte Notebook gibt so langsam den Geist auf und man braucht dringend ein neues. Das nötige Kleingeld ist dafür allerdings nicht vorhanden. Aber was tut man dann? Richtig, man geht auf den Kanal vom Wurmprinz und macht bei seiner Verlosung mit. Von Dell hat Basti deren neuestes Modell bekommen, um es euch zu verlosen. Die Verlosung geht noch bis zum 1.8. Um das Notebook zu gewinnen, müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst Abonnent sein, das Video favorisieren, einen Kommentar schreiben oder eine Videoantwort posten, warum gerade du der Richtige bist, um dieses Notebook zu gewinnen. Wer mehr wissen und mitmachen möchte, klickt einfach unten in der Videobeschreibung. Vom 11. bis zum 18. wurden die Klicks der Videos auf YouTube gar nicht oder nur sehr gering aktualisiert. Das hat für einige Probleme weltweit auf der Startseite und bei den YouTubern gesorgt. Mittlerweile arbeitet YouTube an den Problemen und die Klicks werden wieder einigermaßen richtig aktualisiert, allerdings noch nicht ganz. Weil das ziemlich nervt, gibt es dafür den Fail der Woche. An diesem bösen Bug. Ja, Kanal der Woche, Freunde des schwarzen Humors, aufgepasst. Ein super Comedy-Format für euch steht bereit. Ich habe mich ernsthaft Schrott gelacht bei einigen Videos. Die haben mir richtig gut gefallen. Deswegen sind diese Jungs. Der Kanal der Woche klickt auf jeden Fall drauf. Sie stehen kurz vor den 2000 Abonnenten. Und sie sind wirklich super, super lustig, die Sachen, die da zu finden sind. Deswegen klickt drauf. Und habt Spaß, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Und worauf ich mich auch wieder freue, ist auf nächsten Montag, denn das war es auch schon wieder für diese Woche von WhatsApp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Abo. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche euch eine grandiose Woche hier auf YouTube. Lasst euch gut unterhalten und guckt nicht so viel Schrott an. Bis dahin, euer Phil, haut rein. Bevor ich es vergesse, ich habe jetzt Google+. Ihr könnt mich da adden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link.